Willkommen und ho 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 zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Heute an Heiligabend begrüße ich euch zur nächsten Episode der 7-Minute-Squad, mittlerweile Episode Nummer 78. Wir haben es geschafft, so weit zu kommen und heute soll es mal wieder weitergehen mit einer tollen Episode. Lasst mir doch als Weihnachtsgeschenk 1500, schaffen wir das, 1500 Daumen da. Das wäre ein richtig nices Geschenk für mich. Würde ich mich mega drüber freuen und heute gibt es natürlich eine kleine Special-Episode. Es ist Weihnachten und zunächst einmal, ihr wundert euch vielleicht, Max, du hast keine Weihnachtsmütze auf. Warum hast du keine Weihnachtsmütze auf? Ja, richtig, ich wollte eine Weihnachtsmütze aufsetzen, hat zwar niemand von euch gewusst, aber ich. Und ich habe keine gefunden. Und das ist relativ traurig, aber deswegen wird das Ganze jetzt nur eine Challenge. Ich habe eine kleine Weihnachtsmütze gefunden. Und diese kleine armselige Weihnachtsmütze wird auf meinem Kopf sein und das wird eine Challenge sein, denn die darf nicht runterfallen, sonst ist die 7-Minute-Squad-Challenge heute nicht bestanden. Des Weiteren wird es natürlich das Special geben, dass ich den Timer wieder nicht gestellt habe. Das ist nicht sonderlich überraschend und wir werden ein Pack ziehen, und zwar ein No-Look-Pack, und zwar dieses hier. Und dazu gibt es natürlich noch einen Spieler über 30k, also heute wirklich special. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr selber Packs öffnen möchtet. Schaut bei Kingwin vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, für wen seine Microsoft gut haben, würde ich mich sehr darüber freuen, ist eine große Unterstützung. Zu Weihnachten kann man sich das mal gönnen und auch bei Sennheiser Headsets, wenn ihr es braucht, schaut da vorbei. Gut, wir machen das Set auf, ich bin sehr gespannt, ich werde nicht hingucken. Ich weiß nicht, wann es geöffnet ist. Das ist so ein bisschen das Problem hier gerade. Aber es sollte mittlerweile, ich stelle jetzt einmal den Timer hier, so. Oh, Miro Klose Fußballgott. Das ist für ein 15k-Bag relativ erbärmlich. Aber nehmen wir mal mit. Ich nehme an, das war der beste Spieler. Bin ich mir relativ sicher. Jetzt haben wir schon, jetzt haben wir 7 seltene Objekte. Es hätte ja theoretisch ein Bale in Duplikaten sein können. Aber nein, natürlich nicht Miroslav Klose für 15k. Ja. Ist scheiße, aber muss man mit leben. Und bauen wir zumindest schon mal eine Legende ein. Das ist doch schon mal schön. Den Rest werden wir diskarden ohne Rücksicht auf Verluste. Ist ja Weihnachten, kann man mal ein bisschen verschwenderisch sein. Die Zeit des Gebens und so weiter und so fort, ihr wisst es. Und dann suchen wir einen Spieler für mindestens 30k, den wir noch einbauen werden. Bin ich auch mal sehr gespannt. Die Challenge geht natürlich noch nicht los, ne? Das muss man mal hier geklärt haben. Also noch läuft das Ganze nicht. Ach, 34k von mir aus auch das. Neymar. Neymar. Nehmen wir Neymar. Das passt schon. Wo ist denn Neymar? Ach da. Sehr gut. So, das Ganze wird natürlich jetzt wieder sehr teuer, aber es ist ja Weihnachten. Und wir wollen an Weihnachten natürlich nicht geizig sein, ja? Sonst kommt hier noch irgendwer und haut mich mit seiner Route. Hat sich Fälscher oder Falscher oder wer falsch oder auf jeden Fall weniger richtig angehört als das, was ich eigentlich meinte, aber von mir aus. So, wie viel kostet der gute Mann? Mehr als 210k, uiuiui. Ich weiß, dass ich meinen für 220 verkauft habe. Ja, okay, war kein Fehler, ist ja vollkommen egal, ob der jetzt 2, 3, 4k mehr kostet. 237.000, 235.000, der günstigste. Wir nehmen den mit Hawk hier mit. Und packen den in unseren Verein und der ist linker Stürmer. Das heißt, wir müssen 4-3-2-1 spielen, was aber nicht so besonders schlimm ist. Machen wir einfach mal und dann gehen wir auf den Transfermarkt. Und starten das Ganze. Oh, jetzt habe ich wieder einen Timer verstellt hier. Ekelhaft. So. Das Ganze wird jetzt eine riesige Challenge werden. Die Mütze ist platziert. Sieht bestimmt ultra kacke aus, aber der Timer muss gestartet werden in 3, 2, 1, go. Oh, Leute. Das fühlt sich so instabil an, aber wir schaffen das. So. Als erstes, Klose ist unser Stürmer. Das heißt, okay, wir brauchen Perfect oder einen Stronglink auf jeden Fall. Ein Perfect Link wird er nicht haben. Und zwar aus der Serie A, damit wir den irgendwie auf Chemie bekommen. Halleluja. So, Lazio. Deutsch wird es nicht geben. Lazio hat Kandreva zumindest schon mal, was sehr, sehr schön ist an sich. Ja, Kandreva auf die Beobachtungsliste. So muss man näher ranrutschen hier. So, als nächstes brauchen wir dann noch einen Link. Und zwar am besten irgendwie, den wir zu Neymar führen können. Brasilianischen zentralen Mittelfeldspieler aus der Serie A. Wir können auch Italiener von irgendwo nehmen, aus irgendeiner anderen Liga. Aber ich glaube eher weniger, dass das der Fall sein wird. Wir können theoretisch Alessio Cerci als zentralen Mittelfeldspieler missbrauchen. Aber das ist ein bisschen blöd vielleicht. Raja Nainggolan. Ich glaube, Nainggolan bauen wir auch mal mit ein. Ja, machen wir mal. Das dürfte passen. Und dann stellen wir als zentralen Mittelfeldspieler wohl Hernanes hin. Oder? Weiß ich noch nicht so wirklich. Ich würde halt gerne Nainggolan einbauen.
Ich glaube, es gibt zumindest bei Rom keinen Brasilianer außer Maicon. Nachgucken kann man natürlich mal. Ja, Maicon und Castan halt. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Ich brauche einen zentralen Mittelfeldspieler bzw. zentral defensiven bzw. zentral offensiven oder Stürmer, aber da gibt's nicht. Das heißt, wir nehmen Hernanes. So. Zack. Jetzt brauchen wir noch einen Brasilianer aus der BBVA, damit wir den hier fertig verlinkt haben. Spielt bei Inter, ja. Brauchen wir einen aus der BBVA. Das sollten wir hinkriegen. So. Da soll schon ein zentraler Mittelfeldspieler sein. Da gibt es wahrscheinlich nur Rafinha und das macht dann Hernanes hinfällig. Ja. Super, ideal. Ja, das macht Hernanes halt wirklich hinfällig. Ist egal. Wir nehmen trotzdem Rafinha. Geht halt nicht anders. Gut. So, als nächstes. Obwohl, wir können natürlich auch einen zentralen Mittelfeldspieler noch von Inter nehmen, aber die Frage ist, gibt es da einen vernünftigen und, ich tendiere eher zu nein. Es gibt zwar Jan im Via, aber so wirklich gut ist da keiner außer Hernanes. Ja, Taider und ja, Guarín, aber Guarín hatten wir jetzt schon relativ oft. Ja, wir lassen das mal so. Dann braucht immerhin Rafinha schon mal keinen Link mehr, das ist gut. Das heißt, wir können jetzt nämlich, wen nehmen wir denn? Wir nehmen belgischen Innenverteidiger. Es wird ein Skill-Squad, ich merke das schon. Und zwar nehmen wir Jan Vertonghen. Nehmen wir Jan Vertonghen? Ich glaube, wir nehmen Jan Vertonghen. Wir nehmen Jan Vertonghen. Ja. So, dann können wir da auf rechts... Ach nee, Quatsch, können wir nicht Walker hinpacken. Aber egal, dann müssen wir rechts einfach irgendeinen Belgier hinpacken. Ist so wackelig da oben, es gibt das nicht. Okay, Kanté war jetzt auch schon ein Link zu viel, aber gut. Damit muss man leben. Van den Borre wäre der sinnvollste. Boyata ginge noch, aber... Wobei man natürlich auch noch nicht mit Nainggolan arbeiten könnte, sondern mit irgendeinem Brasilianer als zentralen Mittelfeldspieler, ne? Wollen wir lieber das mal machen? Machen wir lieber das. Aber dann bleiben wir in der gleichen Liga und gehen einfach zu Fernandinho. So. Und dann nehmen wir als Rechtsverteidiger Bakary Sagna. Ja. So. Vertonghen. Innenverteidiger aus Belgien. Gibt es da noch irgendjemand aus einer anderen Liga? Außer der BVA natürlich, weil da haben wir natürlich Vermaelen, aber den wollen wir nicht. Alter Weyreld. Simar gäbe es noch, aber das ist natürlich jetzt blöd. Lomberts, ja, der ist scheiße. Company, Martens. Wir wollen ja gar keinen Belgier, ich Idiot. Was mache ich denn hier wieder für einen Mist? Wir brauchen Brasilianer einfach nur. Das war wieder Logik hier, ne? Noch an Nainggolan gedacht und dann verkackt. Ja, David Luiz. Nicht David Luiz, war eine blöde Idee. Nein, David Luiz war eine gute Idee. Alter, da wär's was passiert. Dante? Klappt das? Nee, nicht so wie ich dachte. Nehmen wir Dante, David Luiz. Jetzt muss noch einen anderen Innenverteidiger gehen. Rechtsverteidiger bei, ja, Sabaleta. Argentinier, nehme ich. So, und Linksverteidiger nehme ich dann Lucas Digne. Ah, so. Und dann sind wir fertig. Nein. Ihr wisst ja, dass wir fertig sind. Wir sind fertig. So, die Mütze wird auch im Gameplay noch aufbleiben, aber jetzt nehme ich sie erstmal ab. Wir sind auf voller Chemie, müssten wir zumindest sein. Und das heißt jetzt für mich, dass ich gleich das Team eben zu Ende baue. Und dass wir uns dann wiedersehen, sobald ich das getan habe. Bis gleich. So, Freunde, 6 Nationen und 5 Ligen. Wir haben Spanien, Brasilien, Argentinien, Frankreich und Deutschland und Italien.
Spanien, Brasilien, Argentinien, Frankreich, Deutschland, Italien. Ja, 6 Nationen und 5 Ligen, die BVA, die Serie A, die BPL, die Bundesliga und die Liga. Also alle 5 Top-Ligen. Und damit werden wir jetzt ins Spiel gehen, alle auf voller Chemie, wie sie das gehört. Ich denke mal, das Team sieht relativ nice aus. Haben wir gut hinbekommen für diese Special-Episode. Ich suche jetzt einen Gegner und bis gleich. Wir haben den Gegner Nummer 2 gefunden. Der letzte, ja, hat nicht stattgefunden, denn das Ganze ist nach dem Ladescreen hier in den Jordan gehüpft oder über den Jordan gehüpft. Und jetzt haben wir ein Silberteam mit Paltini, Monvergini, Okoro, Rose, Gamboa, Luna, Kouyaté, Townsend, Cleverly, links war glaube ich Mané und vorne Akpondlahor und Weimann. Ich bin mir aber nicht sicher, da habe ich nicht mehr drauf geachtet, aber wir können diesmal spielen, das ist gut. Die erste Doppelchance halbwegs, näher mit dem Longshot und dann Rafinha mit dem Kopfball, aber warum Klose da nicht stand, naja, ist traurig. Oh, das war nicht gut, Akpondlahor, und der macht den natürlich rein, ohne Probleme. Sehr realistisch mal wieder, mit der ersten Chance, die er wirklich hat, macht dann rein. Ja, bitter auf jeden Fall. Das Problem ist so wirklich, dass mein Team zwar extrem gute Longshot-Schützen hat, also Longshot-Taker mit Fernandinho, mit David Luiz, mit Hernandez, mit Candreva, mit Neymar, aber dass Pantilimon einfach 3 Meter groß ist. Ja, wir wissen alle, Volleys sind in FIFA vor allem One-Time-Volleys, First-Time-Volleys sind mega stark und overpowered as fuck und naja. Reyna kommt da halt nicht mehr dran, schade, aber noch bleibt ja zumindest mindestens eine Halbzeit. Oder wir machen es einfach direkt. Das geht natürlich auch. War ein bisschen glücklich, aber genauso glücklich war eigentlich die Führung. Von daher ist mir das relativ lax. Ja, Neymar. Zeigt seine 5-Star-Weakfoot-Skills. Schön. Schade, dass Pantilimon wirklich so scheiße jetzt gerade war bei dem Schuss und vorher bei den Longshots nicht. Das ist sehr schade. Nur wegpölen, sondern Kugel aufnehmen, weiterspielen und quasi den nächsten Angriff einleiten. Auch in dieser Situation. Hervorragend gemacht vom... Das ist so ekelhaft, ne? Das ist der zweite Torschuss, den er hat. Der zweite. Und er macht den zweiten rein. Weil Reyna nicht richtig spielt. Weil Reyna keinen Bock hat. Und weil der Pass natürlich auch perfekt durchkommt. Ja, schlechtes Stellungsspiel von David Luiz. Und Reyna muss den dann natürlich noch ins eigene Tor sich lenken. Wäre wahrscheinlich sogar vorbeigegangen, wenn er einfach ungehindert geschossen hätte. In dem Team hapert an einer ganz bestimmten Stelle, das ist im Sturm. Klose ist erst ein Spieler, mit dem ich nicht besonders gut umgehen. Ja, wir können sie auch 5-mal angucken, diese hässliche Jagdfresse. Egal. Klose ist ein Spieler, der, mit dem ich schon nicht wirklich umgehen kann, weil der 2 Sterne Skills hat, relativ langsam ist und relativ unbeweglich. Das ist so ein bisschen scheiße. Und allgemein steht er auch nicht da. Er ist normalerweise ein Targetman. Also Klose wissen wir ja, denke ich mal, alle. Wir sind ja alle große Klose-Fans. Zumindest wäre das gerechtfertigt so. Ja, da war wieder so ein kleiner Patzer von ihm. Der steht nicht da, wo er stehen sollte. Ja, der sollte im Strafraum stehen, der sollte Kopfbälle machen, der sollte schießen. Der sollte halt einfach da sein, ne, in den wichtigen Situationen. Der ist halt einfach so ein Stürmer, der, oh Mann, der genau das macht. Und in diesem Spiel macht er es einfach aufgrund seiner Arbeitsraten. Oder ich weiß nicht, woran es liegt, einfach nicht. Steht meistens so als Zehner rum, so Rossellou-artig, wie er bei 96 spielt. Und nutzt die Schocken. Oh Mann, ein Passspiel kann er auch nicht. Das wusste ich auch schon vorher. Nutzt die Chancen einfach nicht. Jetzt ist er mal im Strafraum und macht auch direkt rein. Das ist wieder so, typisch. Echt, wie, als ob ich es nicht gesagt hätte. Wenn er im Strafraum ist, okay, der passt, der war eine blöde Idee. Ne? Du kannst ja nicht aus der Position mit Klose schießen. Und dann kriegt er ihn bei dem 16er nochmal und dann macht natürlich auch rein. Also, ja, Klose in FIFA 15 einfach. Neymar, Golasso! Ja, da schüttelt er mit der Weihnachtsmütze, so wie man es gehört. Oh oh. Oh oh, ist sie umgefallen oder ist... Ah, sie ist noch da, okay, sie ist nur verrutscht. Ja, ja. Ja. War kein First Time Volley, ja, trotzdem drin. Ach man, 3 Schüsse und 3 Tore und alle 3 durch diese Hackfresse Akpondlahor. Da kriegst du echt das Kotzen. Vor allem, weil...
Dante und David Luiz ist eine unfassbar schreckliche Innenverteidigerpaarung. Hast du ja schon bei der WM gesehen. Das ging ja gar nicht gut. Oh. Und der Ball geht durchs Netz durch, Alter. Kiesling-Tor. Was für ein Spiel schon wieder. Zeigt schon wieder vieles, warum ich dieses Spiel nicht gerne spiele. Und der Gegner ist auch wieder ein perfektes Beispiel. Pace Nutten Squad war übrigens mal Juka vorne. Wie konnte ich an Weimann denken? Und sich alles siebenmal angucken. Mindestens siebenmal. Da ist er, hä? Also, das ist in meinen Augen eindeutiger Elfmeter. Eindeutiger geht's auch fast schon gar nicht mehr, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht diese Ballrolle machen sollte, sondern sondern Roulette. Aber hat er nicht gewollt. Von mir aus. So, Neymar. Okay, Neymar wieder frei vorm Tor. Macht er natürlich rein. Weil Neymar der Boss ist. Muss ich wirklich sagen, die Karte gefällt mir richtig gut dieses Jahr. Also, ich habe bisher noch keine Probleme mit ihm gehabt. Nie, wenn ich ihn gespielt habe. Also, läuft. Dantes Unbeweglichkeit und da muss Digne rein. Es gibt die rote Karte. Ich hasse Dante, Alter. Das ist so schlecht. Hätte ich Naldo hingestellt, wäre es genauso gewesen. Wobei der Keeper dann wohl besser gewesen wäre, weil er Non-Rare ist. Es stürmt gerade draußen wieder so hart, ne? Haben wir nur einen Freilauf. Er wird wahrscheinlich reinmachen. Aus der Position relativ schwer, den nicht reinzumachen. Vor allem, wenn ich nicht einen Spieler anwählen kann. Ja, Mann. Oh, Leute. Da stehen vier Spieler dazwischen und keiner ist in der Lage. Ja, wir werden sowieso fünf mal wieder angucken dürfen. Guck mal hier, da stehen so viele Spieler und der Ball zentral, Reina. So ein Scheißspiel. Ja, Spiel vorbei. Verlängerung wird es wohl werden. Vier Schüsse und vier Tore. Ich hasse dieses Spiel so sehr, ne? Es ist auch vorbei. Na gut. Ich würde übrigens gerne echt mal Bale und Neymar in ein Team stellen. Das Ding ist halt, weil die beide in der gleichen Liga spielen, mag ich es nicht, die so zueinander zu stellen, zu verlinken halt. Weil das halt schon eine Liga, die ist windet, eine Liga weniger ist. Ich bin im 16. Oh, was ist das für eine Scheiße? Ich bin im 16er, er pfeift ab, er gibt ihm die gelbe Karte. Was juckt mich so eine scheiß gelbe Karte? Das hau ich auch noch mein Mikrofon hier. Was für eine Weihnachtsepisode, Alter. Das zeigt genau, wie Weihnachten dieses Jahr für mich ist. Einfach nicht existent. Absolut keine Weihnachtsstimmung. Komm, Neymar, hau den jetzt wenigstens rein. Mach mich glücklich. Er macht mich glücklich, weil ich liebe den Jungen in FIFA. In FIFA. In Realität ist er ein guter Fußball. Ich mag ihn aber trotzdem nicht unbedingt. Egal. Neymars Supershow. Ja, sehr schön. Trotzdem, Alter. Warum pfeift der da ab? Warum knüppeln die heute so? Haben die das nötig? Also das sind Zahlen. Er wäre drin gewesen. Er wäre drin gewesen, hätte ich auf die Linie gestellt. Für einen Foul, das keins war. Oh, Mann. So, kann drehen. Nein. Nein. Ja, nein. Neymar. Nein, nein, nein. Jetzt kommt wieder die Defensive. Ja, nein. Nein, nein, nein. Pace. Das ist das Schlimme. Der hat einfach Pace und das reicht, weil meine ja, Tor. Oh. Weil meine Verteidigung so unfassbar unbeweglich ist, ist es so ein Dreck. Ich habe es 1000 Mal schon gesagt und ich sag's nochmal. Pace ist OP und vor allem diese motherfucking BPL-Spieler sind so OP. Guck mal, wie langsam Fernandinho plötzlich... Nein, nein. Dante steht genau im Weg. Oh, Alter, ich könnte so kotzen. Das ist so unfassbar, dieses Spiel. Wie lächerlich es ist. Als ob so eine Gurkentruppe, weißt du, um Tom Cleverley gegen eine Truppe mit Hernandez und Neymar spielen könnte. Das ist so ein Witz. Es gibt es doch. Ja, ja, ist kein Foul. Alles klar. Wahrscheinlich, oder? Eins der längsten Spiele jemals in den 7-Minute-Squads und ich werde sogar am Ende noch verlieren im Elfmeterschießen jetzt. Ich habe so ein schlechtes Gefühl, ne? Das gibt's gar nicht. Vor allem, weil Reina bisher noch nichts gehalten hat in dieser Partie. Gar nichts. Ah, Mensch, guck mal einer an. Den ersten Elfmeter hält er dafür. Oh, Klose. Warum schießt Klose? Warum gar nicht... Oh, das war schon wieder super platziert. Warum darf ich mir die Schützen nicht aussuchen? Warum nicht? Hab mich doch niemand lieb. Gibt es denn niemanden, der Sitters Fault hier wenigstens ein bisschen gern hat? Warum ist mein Weihnachtsfilm im Jahr 2000 irgendwas? Hab ich geliebt. Aber man nie, der trifft
Okay, ja, das war ein Fehler. Na, doch nicht. Gerade so drin. Okay, weiter geht's. Cleverly. Das Video wird so lang werden. Ne? Normalerweise sind die 7 Minute Squads nie so lang. Aber gut. Oh nein, ich habe nach links gedrückt. Warum springst du nie nach links? Ich hasse das. Wenn du mehrmals den Stick drückst, dann springen die nicht dahin, wo sie hinspringen sollen. Also, dann bleiben die einfach stehen. Das geht mir so auf den Sack. Geil, geil, geil. Okay, noch reinmachen und wir haben gewonnen. Rafinha. Das wird nix. Er bleibt stehen, er bleibt nicht stehen. Der macht den nicht rein? Oh, ich habe sogar den Stick noch unten gedrückt. Ah, das gibt's doch nicht. Jetzt scheitert hier Thiagos Bruder, aber Reiner Helden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie? Hä? Wieso denn nochmal Rafinha? Hat er nicht gerade schon geschossen? War das gerade kein Dreh? Hä? Bin verwirrt. Egal, der ist drin jetzt. Aber jetzt habe ich gewonnen. Ja, jetzt habe ich gewonnen. Wunderbar. Oh, was eine Weihnachtsfolge. Das gibt's ja gar nicht. So. Abschließend wünsche ich euch jetzt allen ein ganz frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr genießt den Abend mit eurer Familie. Ich danke allen. Mein Abonnent wird aber nochmal ein Special-Video kommen. Und ja, ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Abend. Genießt die Weihnachtszeit. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann noch. Einen wunderschönen Tag. Ja, wunderschöne Weihnachten halt. Haut rein und ciao.